Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So Freunde, was ist nun los? Hier, gerade EM und so, ne? Muss ich mich jetzt hier ein bisschen beeilen, will mir nämlich die nächsten Fußballspiele angucken. Dafür brauchen wir was Kühles zu trinken, habe ich was auf dem Gabentisch hier. Und zwar ein Schwarzbier aus Tschechien, steht auch drauf, 100% Tschechien. Und nun kommt's, Freunde. Wir hatten das, glaube ich, schon mal gehabt, aber das ist ein anderes gewesen. Hört sich jetzt kompliziert an, ist es aber gar nicht. Krusovic hatten wir mal gehabt, aber mit einer anderen Bezeichnung. Ich weiß nicht, ob es unterschiedliche Biere sind, das weiß ich nicht, aber ein Krusovic Schwarzbier hatten wir schon mal. Jetzt haben wir ein Royal Schwarzbier, das sieht auch anders aus, das heißt auch anders. Komplett neue Flasche und ich muss sagen, das gefällt mir schon mal jetzt wesentlich besser als das vorige, was wir hatten. Wasser, Gersten, Malz, Hopfenextrakt, glaube ich. Ne, Hopfen und Hopfenextrakt, Entschuldigung. Und 3,8% Umdrehungen. Ich weiß es nicht, Freunde. Vielleicht ist es auch nur eine neue Aufmachung. Vielleicht haben wir Glück, ist eine neue Rezeptur. Glaub, war so ein Durchschnitt gewesen. Müssen wir mal aufmachen. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Übrigens hier schön die Bottle Cap auch nochmal in schwarz gehalten. Hat einen eigenen Aufdruck abbekommen. So, ich mach's mal auf. So, das kriegste Sammler. So, und dann wollen wir mal schauen. Ja, Entspannungsverdampfung übrigens. Es ist kein richtiger Dampf, wurde mir neulich erst mitgeteilt. Wobei ich das tatsächlich damals in der Gastronomie als Entspannungsverdampfung verkauft bekommen habe. Das ist dieses Zeug, was hier vorne so rauskommt. Das ist halt eine Entgasung, könnte man auch sagen, von der Kohlensäure. Wenn da so eine Flasche aufgeht, kommt Sauerstoff rein. Und ich sage ja dazu mal, lecker Auspuff, kommt dann raus. Wie hat mir ein Brauer gesagt? Ja, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Aber das ist ein aktueller Brauer. Ich meine, ich habe in den 90er gelernt, also da kann sich einiges ändern. Trotzdem, wir behalten das bei ihr. Das ist der Auspuff, das ist die Entspannungsverdampfung. So, Freunde, lassen wir mal laufen. Bevor das Spiel weitergeht. So, ich mach mal hier einschenken hier. Oh. Ja. Ui. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Was ist denn das? Ja, ist ein Bier, ne? Gibt sich erstmal als Bier zu erkennen. 1,5 bis 2 Finger breite Blume, fein bis mittelporig, Cappuccino-farben das Ganze. Und wenn ich das hier mal so anschwenken tue, dann sehe ich auch schon jetzt, ja wunderbar, das bleibt schön an der Glaswand haften, sieht eigentlich gut aus. Ich würde sagen, 90 Sekunden Standard kriegen wir hin. Schaut mal selbst. Sieht doch schon mal sehr, sehr lecker aus. So, Farbspektrum selbst, EBC-Skala etc. Ja, ist ganz klar, sind wir ganz weit oben, da wo es richtig dunkel ist. Und das haben wir hier auch. 100%ig blickdicht, ja klar, schwarzer Abt ist wirklich pechschwarz, aber das ist auch so ein Running Gag, ne? Aber nee, das ist schon in Ordnung. Hier unten, wo sich das Glas verjüngt, ja, da ist es so ein bisschen bräunlich-rötlich, aber das ist schon soweit okay. Viel erkennen kann ich sonst nichts, außer dass es richtig schön deep ist, das geht richtig schön saftig tief rein. Und das ist aber bei einem Schwarzbier, darf das gerne so sein. Freunde, Optik, Ästhetik, ich finde das ansprechend. Dementsprechend möchte ich es auch hoch bewerten. 5 von 5, / 6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. So, nur anschnuppern hier. Oh. Ja, das ist so diese angenehme tschechische Süße, ne? Das ist so ein schöner, süßer Malzkörper, wie man sich es vorstellt. So ein bisschen schokoladig auch. Ach doch, das mag ich jetzt schon. Doch, das ist ein wahrnehmbares Bouquet, duftet richtig lecker, richtig aromatisch, macht mir Appetit. Und du? Mhm. Genau, Freunde, der Andruck. Auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Oh, das riecht gut. Echt, das haben wir schon mal getrunken? Was war das denn eben? Ja, so bitter. Warum ist er so bitter? Ich will nochmal einen zweiten nehmen hier. Ja, also der Antrunk. Fangen wir mal an. Ist es ein dynamisches oder eher ein gemütliches Bier? So widersprüchlich das klingen mag, Freunde, ich würde es tatsächlich als gemütliches Bier bezeichnen. Ich meine, was hat es? 3,8% Umdrehungen. Würde eigentlich eher so hindeuten, oh Mensch, das ist dynamisch, Baggersee, schön wegächsen, ne? So, guten Zug drauf. Hier hingegen sind deutliche Aromaspitzen wahrnehmbar und ich glaube, wenn man es ein bisschen länger im Mundraum behält,
ein bisschen Temperatur anziehen lässt, dann entfaltet sich da mehr. Also ich würde sogar empfehlen, wirklich dieses Bier hier ein bisschen als gemütlicheres Bier zu behandeln. Welche Kategorie haben wir denn? Ja, tschechischer Industriestandard haben wir hier. Also jetzt erstmal nichts Verrücktes oder so, aber das ist schon sehr ausgeprägt. Also da fehlt mir ein bisschen was. Freunde, da fehlt mir ein bisschen was. Es ist okay. Der Malzkörper, da kommt jetzt nicht so sehr getreidig daher. Auch so diese, ja, was man vielleicht vermuten könnte, was wir beim Schwarzen Abt haben, ne? So ein bisschen so dieses Karamellige auch, ne? So. Das eigentlich weniger. Vielmehr die Röstaromen kommen hier nach vorne. Aber dann kommt auch wirklich so eine brachiale, ich nenne die jetzt mal so, brachiale Herbe irgendwie, ne? Die dann sich so nach vorne schiebt, so fast schon so gewaltsam drückt die sich nach vorne auf die Zunge. Und das finde ich eigentlich jetzt ein bisschen unangenehm. Das wirkt insgesamt in der Textur für mich persönlich jetzt ein bisschen zu ruppig. Aber naja. Ansonsten ist es schön samtig, das gefällt mir wieder. Hat auch einen guten Zug, ne? Das ist schon. Mein Teilner könnte jetzt sagen, Mensch, das ist aber mild, das ist aber mild, ist ein bisschen dünn, ein bisschen verwässert. Mild jetzt nicht, also aromatisch ist es, 2:2. Also das ist schon, das erwarte ich aber auch in Tschechien. Ne? Ja, Freunde. Also ich glaube, je mehr man davon trinkt, je mehr Spaß macht es auch zu trinken. Aber der erste Schluck, der war wirklich, also die ersten zwei Schlücke, die waren wirklich ein bisschen brachial. Also da ist wirklich so BÄM, aber mal so richtig. Das war schon fast ein bisschen zu herb für mich. Jetzt so geht es. Also ja, schlicht, linear, ist okay. Ja, Freunde, was wollen wir geben? Ich finde, es ist durchschnittlich. Das kann man sich in Einkaufswagen reinpacken, das ist okay. Das ist kein hedonistischer Hochgenuss. Aber gut, in der Kategorie habe ich es jetzt auch nicht wirklich erwartet. Das hätte mich jetzt wirklich überrascht. Ob wir den Geschmack schon mal hier hatten, weiß ich nicht. Kann ich euch nicht sagen, ob das völlig Neues ist oder ob sich die Rezeptur geändert hat oder ob es das Gleiche ist. Ich weiß es nicht. Aber zumindest möchte ich so bewerten. Und zwar eine gut gemeinte 3 von 5 /6 möglichen Punkten. Das ist mir nämlich wert. Kannst du auf jeden Fall trinken, aber es ist jetzt kein Genussfeuerwerk. Ne? In dem Sinne, meine Lieben, ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.